Wieder zurück hier in Flotsam, wieder zurück hier bei The Witcher, beim Hexer, dem professionellen Ungeheuertöter. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Freut mich natürlich sehr und ihr fragt euch sicherlich, hey Melek, du hast eine neue Rüstung an. Und ja, das will ich euch auch gar nicht vorenthalten, weil ich das ja meistens eigentlich vergesse. Ich habe jetzt hier eine Jacke der blauen Streifen und Jacke der blauen Streifen heißt eigentlich nichts anderes, außer, dass das die Gruppe eigentlich repräsentiert von Venon Rosh. Und ihr wisst ja, Venon Rosh ist der Agent, der uns eigentlich, ja, ein bisschen geholfen hat und weiterhin hilft. Nämlich den wahren Mörder von König Foltes zu finden. Der Agent, der ja auch damals schon als Kind jedes Mal Hurensohn genannt wurde. Und das auch aus dem Grunde, weil eigentlich ganz einfach seine Mutter eine Hure war. Und er war natürlich ein sehr armer und er durfte natürlich auch nicht seinen eigenen Vater kennenlernen. Ja, der gute Venon Rosh, der mit einem auch natürlich am Anfang ja so einen Dialog geführt hat im Gefängnis, der einen sogar geschafft hat, aus dem Gefängnis irgendwie rauszuholen. Keine faulen Tricks, verstanden? In den Hintern knallen. Und ich habe jetzt vor, mit euch zusammen hier ein wenig Flotsam zu erkunden. Und da fangen wir mal am besten hier an. Vielleicht gibt's ja hier etwas. Sobald der Hexer das Monster erledigt hat. Ah, ihr hört schon da irgendetwas mit Monster. Ja, das mit dem Monster hat's eigentlich auf sich, weil wir ja in der letzten Folge hier von einem riesengroßen Tentakel namens Kairan angegriffen worden sind. Und die Atmosphäre gefällt mir umso mehr. Kerle wie dich kennen wir. Ja, ich glaube, wir haben hier auch nicht so einen guten Ruf. Können wir hier rein? Oh, ich verstehe. Wie geht's? Ja, ich würde gerne durch. Jetzt einen Kuchen. Okay. Ich kann wohl nicht rein. Ach. Sei gegrüßt. Alles klar, das wird mir hier alles verwehrt. Sprich mit Kaufleuten am Ufer. Na, na. Ja, und jetzt soll ich natürlich noch zusätzlich zu diesem Quest Meister, was ist in den Kisten da? Am Ufer mit Kaufleuten sprechen. Und in diesen? Hier könnten gleich welche sein. Wirklich? Was willst du? Offenbar habt ihr ein Problem. Eins? Die Wege sind unpassierbar. Die Wälder voller Banditen. Den Hafen blockiert ein Wassermonster. Und jetzt wollen sie noch die Maut erhöhen. Gegen die Maut kann ich nichts machen, aber vielleicht gegen das Wassermonster. Hat die Zauberin auch gesagt. Kein Ergebnis. Sie hat mir eine Zusammenarbeit vorgeschlagen. Und wer soll das bezahlen? Darüber verhandeln wir jetzt. Die Zauberin meinte, sie wird es allein schaffen. Wir haben ihr eine faire Belohnung geboten. Die könnt ihr euch ja teilen. Na gut. Verdopple die Summe und ich bin dabei. Vielleicht sagt er ja. Jetzt arbeiten wir zu zweit. Unser Lohn sollte also doppelt so hoch ausfallen. Netter Scherz. Okay, er will nicht. Vielleicht können wir ihn ein bisschen einschüchtern. Ich pflege nicht zu scherzen. Gut, ist ja gut. Wir zahlen mehr. Ihr werdet vollauf zufrieden sein. Abgemacht. Jetzt erzähl mir, was du über das Ungeheuer weißt. Du bist doch der Hexer zum Kuckuck. Ich kenn mich da nicht aus. Wer kennt sich denn aus? Dieser verschrobene Elf Cedric vielleicht. Angeblich weiß der eine Menge über Bestien. Wo finde ich den? Im Dorf, nicht weit von der Mauer. Und jetzt lass mich in Frieden. Okay, Cedric. Eine Frage des Preises. Unsere Quest hat sich natürlich schön aktualisiert. Und um das auch nochmal zu sagen, hier gibt's ja natürlich viele verschiedene Rassen in diesem schönen Dorf Flotsam, als auch im ganzen Spiel und im ganzen Spiel. Und ich denke, das wird auch bei The Witcher 3 so sein, was ja jetzt auch bald natürlich erscheinen wird, falls ihr natürlich aktuell zuschaut. Da ist es nämlich so, dass die Anderlinge hier definitiv von Rassismus betroffen sind und die Menschen, also vom Temerischen Königreich, diese ganz klar unterdrücken. Also es geht hier nicht nur um irgendwie Hexer, Monster töten, sondern auch natürlich um eine ernste politische Lage, was ja natürlich auch sehr praktisch ist, denn wir können natürlich darauf Einfluss nehmen. Wir konnten zum Beispiel in der letzten Folge, in der letzten Episode hier zum Beispiel entscheiden, ob wir nicht natürlich hier die am Leben lassen wollen oder nicht. Und das fand ich ja schon oder so eigentlich sehr interessant. Ja, und jetzt sollen wir wohl den Cedric suchen und der Cedric ist wohl im Wald und ich vermute, das ist der Weg zum Flotsamer Wald, da wo die ganzen Scoia'tael sich befinden oder sich natürlich verstecken. Aber bevor wir da hingehen, möchte ich noch ein bisschen hier erkunden. Vielleicht gibt's ja hier etwas. Guten Tag. Ich möchte mir kurz die Waren ansehen. Entschuldige die Neugier, aber sollst du nicht den Kairan umbringen?
Ich habe diesen Ort so satt. Und dann heben sie endlich die Blockade auf. Sei gegrüßt. Ich bin Fioravanti, Händler. Loredo lässt die Händler erst frei, wenn's ihm passt. Offenbar braucht er euch. Wozu denn, verdammt? Will er eine internationale Messe abhalten? Ich bin König Demavents Untergebener und sage dir... Demavent ist tot. Kommen wir jetzt zum Geschäft, wenn's recht ist. Oh, Backe. Ja, ich möchte was kaufen. Wäre ja auch nicht jetzt verkehrt, damit wir alles genügend im Petto haben. So, schauen wir uns mal Waffen an. Ja, einen kleinen Knüppel brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ach, ich guck sogar falsch. Shit. Gut, Waffen und so hat der leider nicht, aber ich müsste einmal verkaufen. Komm, wir mal verkaufen, hier. Zack. Was haben wir denn hier noch? An Rüstung könnten wir eventuell... was könnten wir noch hier verkaufen? Unsere Hose, abgenutzte Hose. Klar, warum nicht? Und wir haben natürlich auch noch hier im Inventar diese ganzen Gewichte zu sehen, denn wir können auch nur begrenzt tragen. Für die Leute, die es natürlich interessiert, ob es wirklich so logisch ist, wie viele eigentlich meinen, denn hier oben steht gleich Gewicht. Ach ja, nur ich will euch gar nicht irgendwie langweilen damit, aber das sind hier auch so wichtige Dinge vom Spiel, die man machen sollte. Ja, Alchemie kennt ihr ja wahrscheinlich noch vom ersten Teil, dass man hier natürlich Tränke brauen kann und damit viel stärker zu sein, sich zu stärken, denn wir sind ja Hexer, Halbwolf, Halbhexer. Alles klar, ich glaube, hier gibt es sonst nichts mehr, oder? Ja, das ist so ein, eher so ein Alchemiehändler. Und wie ist das Landleben? War es eine gute Idee, nach Edion zu heiraten? Wo die Liebe hinfällt. Ah, gut. Wenn du nach 24 Stunden in deinen Laden zurückkehrst, sind einige der Gegenstände, die du zuvor aufgekauft hast, wieder nachgefüllt. Nicht schlecht. Gut, ich glaube, hier ist nichts mehr. Wir brauchen einen Schmied. Doch wo ist hier ein Schmied? Denn ich bräuchte mal wieder mein... Silberschwert. Was ist denn hier los? Können wir ihn denn einfach so fragen? Sieh ihn dir an. Er wäre genau der Richtige dafür. Ich glaube, es geht um meinen Auftrag. Ha! Guten Tag, hast du kurz Zeit? Siehst du, mein Kollege und ich, wir haben eine alchemische Substanz entwickelt, die wir in Vysima in einem Laboratorium testen wollten. Aber da hier ein Hexer weilt, dachten wir, ob du vielleicht so freundlich wärst, sie gleich in der Praxis auszuprobieren. In ein oder zwei Jahren könntest du uns in der Hauptstadt besuchen. Wir untersuchen dich und zahlen dir einen üppigen Lohn. Es geht um die langfristige Wirkung der Substanz. Mehr dürfen wir nicht verraten. Machst du mit? Ja, theoretisch eigentlich nicht, denn es könnte ja sein, dass sie irgendetwas Schlimmes mit uns machen möchten. Das haben wir ja im ersten Teil von The Witcher gesehen, dass wir quasi untersucht worden würden. Ach, das war schlimm genug. Aber auch wenn wir eigentlich immun sind gegen jede verschiedene Krankheit, mache ich das trotzdem nicht. Denn ich traue den Bürgern hier nicht. Definitiv nicht. Kommt nicht in Frage. Ein Jammer. Wir versuchen's bei jemand anderem. Ja, und die Dialoge sind ja auch an sich sehr gut gestellt. Was Man muss ja das? Schon sagen, dass sie, ja, die Story-Dialoge von Autoren geschrieben worden sind, die natürlich auch vielleicht etwas mit den Büchern zu tun hat. Und jetzt sind wir hier im Viertel der Anderlinge. Ach, ist das nicht schön, die Atmosphäre. Gefällt mir natürlich sehr. Oh, hier ist der Schmied. Schön. Meister, seht doch, wer uns beehrt. Er hört mich nicht, der Titan der Schmiedekunst. Besessen von der Arbeit. Wie geht's denn, Hexer? Nette Werkstatt. Ach, sie ist ganz gewöhnlich. Aber danke für das Kompliment. In des Meisters Namen und dem meinen. Was kann ich für dich tun? Oh, gut zu wissen. Stelle einen Gegenstand für mich her. Wäre natürlich gar nicht verkehrt, aber der hat hundertprozentig Waffen, ne? Kurzschwert. Oh! Versilbertes Schwert. Ein Silberschwert hat der. Das brauche ich unbedingt, aber ich habe nur 155 Orens, das heißt, das wird gar nicht gut gehen. Das heißt, ich müsste ein bisschen noch ganz schön viel hier transferieren. Jacke der blauen Streifen. Okay, das können wir mal kurz verkaufen. Na, sehr toll. Okay, und jetzt haben wir natürlich auch noch hier Rune der Sonne und so weiter und so fort. Ganz schön viel, was wir normalerweise verkaufen können. Und das werde ich auch tun, denn das ist mir eigentlich wichtig. Momentan bin ich ehrlich gesagt nicht so der Typ hier, die ganzen Öle hier zu haben. Aber auch nochmal eine andere Sache. Ihr wisst ja, Zwerge hier in dem Spiel gehören auch zu den Skoyatel und sind eigentlich mehr humanoid als irgendwelche Elfen oder so.
Das muss man noch mal zugeben. Das sind sehr hartnäckige, ja, Völkerrassen, kann man schon fast sagen, die definitiv auch ihre speziellen, ja, Eigenschaften haben, würde ich jetzt mal einfach mal so salopp sagen. Freiheitskämpfer vom Feinsten. So, was ist denn das? Eine Feuerbrunst. Komm, verkaufen wir einfach mal alles. Und jetzt können wir uns sogar das Silberschwert kaufen. Ha! Ist das nicht schön? Wir haben ein Silberschwert. Ja, und irgendwann dann natürlich können wir unsere Silberschwerter irgendwie aufpimpen. Das werden wir alles noch sehen. Vielleicht kaufen wir auch bald neue Silberschwerter. Werden wir alles noch entdecken. Aber fürs Erste ist dieses Silberschwert erforderlich. Denn ihr wisst ja vielleicht, dass diese Silberschwerter... Ein Schwert gegen Monster. Habe ich sogar jetzt abgeschossen. Cool. Ja, und dass diese Silberschwerter gegen Monster sind. Wir haben nämlich ein Stahlschwert, das ist extra gegen Menschen unter anderem. Das eigentlich eher wirksam gegen Menschen sind. Oder auch natürlich Zwerge oder auch Elfen. Und Silberschwert ist eher gegen Monster. Ach, ist das schön. So, jetzt haben wir schon mal das Silberschwert hier im Petto. Und da kommt schon einer gleich aus dem Haus. Was ist hier drin? Kommen wir rein? Komm, versuchen wir mal rein. Ja, und ihr wisst ja, dass unsere Entscheidungen hier auf jeden Fall moralische Einflüsse haben auf das Spiel selbst. Und jetzt können wir hier eventuell Orange nehmen. Cool. 35 Orange. Nicht schlecht. Ja, und sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Hat der Typ auf jeden Fall gut renoviert. Ja, und ihr müsst ja auch noch vielleicht wissen, es gibt einfach so viel zu sagen zu dem Spiel. Ich hoffe, ich rede gar nicht zu viel. Aber man kann sogar in dem Spiel 300 verschiedene Möglichkeiten haben, um natürlich sein Schwert aufzupimpen. Und das ist dann hier kein Pimp My Ride mehr, sondern Pimp My Sword, würde ich mal ganz sagen. Richtig geil auf jeden Fall. Und jetzt geht's auch weiter hier im Viertel der Anderlinge. Kinder gibt's hier auch. Ja, manchmal bin ich sogar ein Vorbild für die, aber dieses Mal glaube ich nicht. Wohin geht's denn hier lang? Was für eine geile Atmosphäre, unglaublich. Spielst du Soldaten und Eichhörnchen mit mir? Wer hat das denn jetzt gefragt? Der Kleine oder was? Und er schläft hier erstmal. Oh, nicht schlecht. Neue Schuhe? Ja, das Problem ist, dass hier echt die Gesellschaft hier in mehrere Klassen unterteilt ist. Und das zeigt einfach, dass jetzt hier gerade wieder... Es repräsentiert einfach nur mehr als alles gut. Und hier soll ich mich wohl mit Loredo treffen, dem Bürgermeister. Der Stadtwache, kann man schon sagen. Und das soll wohl Abend sein, also nicht jetzt. Und wer ist er? Der kleine Junge? Komische Welt. Vivi. Auf Jorvet, nieder mit den Eichhörnchen. Oh, Jorvet, genau. Der Anführer des Goyatel, der gar nichts... Weißer Wolf, hast du eigentlich Rotkäppchen gegessen? Nein, habe ich nicht. Ja, Jorvet wisst ihr ja vielleicht auch, der Anführer des Goyatel, der mit den Elfen und den Zwergen wusste zusammenarbeitet... Wusste ich doch, dass es sich lohnt, in dieses Drecksloch zu kommen. Volltests, Mörder, höchstpersönlich. Wie geht's denn so? Was macht die Gesundheit? Kann nicht klagen. Freut mich. Aber schau, der Weg nach Vizima ist lang. Ich habe keine Zeit zu verplaudern, nachdem ich dich schon so lange suchen musste. Gute Reise. Grüß Vizima. Hör mal, du Kaspar, lebendig bist du zwar mehr wert, aber im Zweifelsfall bin ich auch mit einem toten Hexer zufrieden. Such's dir aus. Versuch doch mal, mich umzubringen. Wirf dein Schwert weg, sonst garantiere ich für nichts. Komm her, wenn du mich haben willst. Ach du Scheiße. Los, keine Na, die wollen's wissen. Ach du Scheiße. Oh, Backe. Nix da. Oh mein Gott. Das war ja so klar, dass sie uns irgendwie suchen würden. Weil die glauben ernsthaft, dass wir der Königsmörder sind. Mörder? Ach du Scheiße. Nexer. Oh, nimm das. Und du auch. Zack. Ich glaube, das war's. Kurzer Prozess. Die drei von der Tankstelle mal einfach mal so geplättet. Oh, Backe. Was war das denn? Ja, hier unten liegt sogar natürlich ein Schwert. Das würde ich gerne aufnehmen. Aber geht irgendwie nicht. Aber dort ist noch ein Sack. Ach ja. Haftbefehl stand drauf. Den können wir uns mal gleich durchlesen. Was sollte das? Eine Drahtschnur?
Und ich werde alles hier im Spiel auf jeden Fall transferieren, um natürlich wirtschaftlich gesehen, finanziell gesehen, mir natürlich vieles noch zu leisten hier in dem Spiel. Ach ja, und das schöne Posterchen kennt ihr auch. Der Anführer des Goyatel, der Elf Jorvet, muss sterben. Gesucht, tot oder lebendig. So, und jetzt schauen wir mal kurz im Inventar. Was war das hier gerade? Ein Haftbefehl. Haftbefehl Geralt von Riva. Ja, das Spiel ist ja so lang. Für die Leute, die es natürlich sehen wollen, einfach mal, oder natürlich auch lesen wollen, einfach mal Stopp drücken. Weil das stört einfach nur die Atmosphäre. Hier haben wir noch was. Oh, hier haben wir sogar so viele Rezepte und so. Oh mein Gott. Richtig vieles. Sind ja schöne Verhältnisse hier. Der Zwergenschmied. Okay, in der Taverne waren wir schon. Da hinten waren wir, glaube ich, noch nicht. Was ist denn hier? Wieder so ein Alchemist? Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Was kann ich denn hier kaufen? Womit handelst du? Vor allem mit verschiedenem Räucherwerk. Zur Meditation, zur Regeneration, für die Küche, als Medizin, für Rituale. Was immer gebraucht wird. Oh Gott. Zusatzwaffe Axt können wir ja erstmal verkaufen hier, ne? Alissa, hier die Drahtschnur, gerümpelt brauchen wir ja auch nicht. Hier gibt's eigentlich vieles, was ich natürlich verkaufen kann. Alchemische Zutaten, Schlüssel des Torwächters. Ach, Mann. Fesseln. Oh, Backe. Ja, den Haftbefehl kann ich noch verkaufen. Holzklotz. Lumpen. Das ist alles so unnötig Gewicht eigentlich auf mir. Ist ja auch so, dass ich nur begrenzt tragen kann. Ihr wisst das ja. Solides Tuch. Strickleiter mit Holzsprossen. Okay, was hat der denn so Schönes? Alchemie, Balissa. Ach ja, hier sind auch noch so viele Rezepte. Natürlich von dem ersten Teil von The Witcher. Aber ich glaube, der hat nichts mehr erstmal Wichtiges fürs Erste. Nicht schlecht, danke. Gar nicht mal so schlecht. Flotsam hat eine Armee. Hexer brauchen wir nicht. Ach, das glaubt ihr. Hauptmann Truman, wer ist das denn? Der Truthahn? Ah. Okay, der ist nicht gesprächig. Würde mich auch wundern. Aha, ich glaube, das ist die Kaserne, oder? Natürlich alles erstmal begutachten hier. Ja, das sind alles solche Schneuzer hier, kann man sagen. Die ganzen Wachen hier von Flotsam, als auch, ja, von vielen Orten eigentlich in ganz Temerien. Das sind eher meistens, wenn ich das mal so sagen darf, Ficker. Die haben es dann eher auf Frauen abgesehen. Und Prostitution in dem Spiel, wisst ihr ja. Jetzt einen Kuchen. Prostitution, wisst ihr ja, wie das hier in dem Spiel ist. Eigentlich kennen die meisten auch The Witcher in den ganzen erotischen Szenen. Ja, und die sitzen hier alle. Und warten wohl auf Frauen, was auch sonst. Die warten wohl auf ihre Zeit ab. Finde ich auch eigentlich immer gar nicht so schlecht, oder? So, und jetzt muss ich scheinbar mal auch kurz da oben lang. Weil dann haben wir eigentlich fast ganz Flotsam eigentlich ein bisschen erkundet. Und ich finde, das gehört ja auch ein bisschen dazu, oder? Ich glaube, das ist hier nämlich das Bordell, wo die Nutten sind. Oder? Los, gleich hast du ihn. Worum geht's denn jetzt? Da, noch ein bisschen. Du musst den Griff ändern. Menschen sind im Armdrücken so gut wie ich im Trollficken. Hoho. Ja, die Sprüche sind gar nicht so schlecht. Ja, ich glaube, das ist hier die Wohnung einer Hure. Bin mir aber nicht sicher. Ah, da schläft sogar eine Hure, ne? Oh, Backe. Ja, ich will nicht stören. Lass ihn nicht stören. Ja, und ihr wisst ja vielleicht, dass Geralt eigentlich sogar nicht zeugungsfähig ist, oder? Falls ihr das wisst, oder falls ihr es noch nicht wisst, jetzt wisst ihr es. Finde ich eigentlich ganz lustig. Das heißt, er kann normalerweise so viel bumsen, wie er will. Ha. Natürlich ist das nur ein Spiel. In echt sind wir ja natürlich nicht so, das nochmal vorab zu sagen. Nicht, dass ja einige denken, ey, Melek, was machst du da? Bist du wirklich so? Du denkst nur an Sex und so. Okay, mit der aber kann ich leider nicht reden. Okay, was will die denn? Okay. Machen wir mal den Weg raus. Soll ja nicht zu pervers sein jetzt wieder hier. Ja, Nutten gibt's hier genug. Aber was haltet ihr eigentlich von
Prostitution. Ja, und hier ist eine, die heißt sogar Lina. Hallo, Lina. Sei gegrüßt. Ach, schade. Mehr nicht. Und was ist hier drin? Aha, Scherle de Tankaville. Genau, unsere Freundin hier, aber mit der sprechen wir erstmal noch nicht. Denn das hat ja erstmal nichts zu tun damit, was wir jetzt gleich oder hinterher noch machen werden. Der Weg geht nämlich nach Cedric und da sehen wir uns vielleicht bei einem nächsten Part im Walde von Flotsam. Oder soll ich sagen, im bewäldeten Gebiet, wo die Skoyatel sich aufhalten. Und wo vielleicht sogar Jorvid zu finden ist. Dem Bösewicht hier schon fast im Spiel. Der Boss. Flotsam hat eine Armee. Der Skoyatel. Hexer brauchen wir nicht. Gut, ich sag mal tschüss, danke, dass du bisher hingeguckt hast. Super geile Atmosphäre.